Willkommen zum Video Schulen in Österreich, wie das österreichische Schulsystem begonnen hat. Die Geschichte des österreichischen Schulwesens beginnt mit einem Hammerschlag. Die Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches, Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn, Maria Theresia, unterzeichnete am 6. Dezember 1774 die sogenannte Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen in sämtlichen kaiserlichen königlichen Erbländern. Das ist der Startschuss für das öffentliche Schulsystem. Vor dieser monumentalen Gesetzeseinführung gab es in ganz Österreich rund 16 Schulen, die ausschließlich von Klöstern oder katholischen Orden geleitet wurden. Die befanden sich vor allem in den Hauptstädten und waren daher einem kleinen Kreis von Bürgern vorbehalten. Maria Theresia beschloss nun, Österreich soll ein modernes Land sein und alle, Madel wie Burm, sollten lesen, rechnen und schreiben lernen. In jedem Ort mit Pfarre wurde nun eine Volksschule errichtet und alle Kinder mussten den Unterricht 6 Jahre lang besuchen. Nur in den größeren Städten gab es auch Hauptschulen, die den Unterricht noch weiterführen konnten. Bleiben wir zunächst einmal bei der Volksschule. Was hat man damals dort alles gelernt? Zunächst einmal die Sittenlehre, das heißt, wie hat man sich zu verhalten. Dann, ganz wichtig, Bibelgeschichten und Bibelwissen, Schreiben und Lesen, natürlich in gedruckter und geschriebener Schrift und Rechnen in den Grundrechnungsarten, addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Dafür war, wie gesagt, 6 Jahre lang Zeit. Einfach war das Leben der Lehrer und Lehrerinnen trotzdem nicht. Denn die Klassen hatten bis zu 80 Schüler. Außerdem mussten die Lehrer dafür sorgen, dass die Kinder gerne in die Schule gingen, aber auch, dass sie genug lernten. Denn die Eltern der Kinder selbst zahlten direkt an die Lehrperson das geringe Schulgeld, mit dem der Lehrer dann trotzdem auskommen musste. Aber jetzt möchte ich einen besonderen Herrn zu Wort kommen lassen, nämlich Johann Ignaz von Felbiger. Felbiger war ein Abt in Schlesien, den Maria Theresia höchstpersönlich nach Österreich kommen ließ, um hier die Schulreform einzuleiten. Er war sozusagen der erste Bildungsexperte Österreichs. Felbiger hat nicht nur den Gesetzestext geschrieben, sondern er hat auch die ersten Schulbücher geschrieben und ein Buch, wie man sich als Lehrperson in der Schule zu verhalten hat und was man dort alles wissen muss. Hören wir uns also an, was die Anforderungen einer Lehrperson laut Felbiger aus dem Jahr 1774 wohl sind. Der Lehrer mache den Schülern begreiflich, dass alles, was sie lernen, zu ihrem Besten gereichen könne und solle. Er gestatte niemals, dass sie das Lernen als eine Art Last empfinden, die man ihnen auferleget, um sie zu quälen. Er mache ihnen vielmehr auf jede ersinnliche Art Lust dazu. Und wie sollen die Lehrpersonen das machen? Was sind ihre Fähigkeiten, die sie brauchen? Oder, wie man damals sagte, ihre Tugenden? Die Tugenden der Lehrperson sind Frömmigkeit, die Liebe zu seinen Schülern, die Geduld, die Munterkeit, die Genügsamkeit, der Fleiß und die Sittlichkeit. Das klingt zunächst nach guten Voraussetzungen für einen guten Unterricht. Aber nicht alle Menschen in Österreich waren davon überzeugt, dass die Schulpflicht eine gute Idee ist. Die Familien waren nämlich gewohnt, dass Kinder so früh und so viel sie konnten zu Hause mithalfen und auch mitarbeiteten, auf dem Hof oder in der Werkstatt. Für sie war die Schulpflicht zunächst einmal eine wirtschaftliche Einbuße an Arbeitskraft. Dass sich Bildung langfristig auszahlt, war der Bevölkerung noch nicht durchwegs bewusst. Hören wir dazu noch einmal Felbiger. Jedermann weiß, dass Personen ungemein nützlich sind, die von vielen Dingen Begriffe haben, viel wissen und viel einsehen. Aber vielleicht weiß nicht jeder, dass diese guten Eigenschaften sich der Jugend ziemlich leicht beibringen lassen. Wenn man sie nämlich zeitig übet und daran gewöhnet, Dinge sich öfters deutlich vorzustellen, miteinander zu vergleichen, auf die Verbindung derselben zu achten und darüber nachzudenken. Abgesehen von den wirtschaftlichen Vorteilen der Bildung hatte dieses neue Schulsystem auch zum Ziel, aus den Kindern nützliche Glieder des Staates,
vernünftige Menschen und rechtschaffene Christen zu machen. Auch die heutige Republik Österreich hat ähnliche Ziele für die Schule festgelegt. Sehen wir uns an, was seit 1962 als Ziel der Schule, als Institution des Staates eigentlich beschlossen wurde. Die österreichische Schule hat die Aufgabe, an der Entwicklung der Anlagen der Jugend nach den sittlichen, religiösen und sozialen Werten sowie nach den Werten des Wahren, Guten und Schönen durch einen ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg entsprechenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die Jugend mit dem für das Leben und den zukünftigen Beruf erforderlichen Wissen und Können auszustatten und zum selbsttätigen Bildungserwerb zu erziehen. Die Schule von heute soll nicht mehr nur folgsame und brave Bürgerinnen und Bürger hervorbringen. Nein, sie soll die jungen Menschen ausstatten mit all dem, was sie brauchen, um ein selbstbestimmtes, auf den Kenntnissen der heutigen Zeit basierendes, gutes Leben zu führen. Es soll sie mit dem ausstatten, was sie brauchen, um zu ihrem eigenen Wohl und zum Wohl ihrer Mitmenschen beizutragen. Es soll sie mit all dem ausstatten, was sie brauchen, um die Demokratie aufrechtzuerhalten und aktiv an ihr teilzunehmen. Mit ein bisschen Lesen, Rechnen und Schreiben, Volksschulwissen, ist das natürlich nicht getan. Deswegen haben wir heute in Österreich auch eine Unterrichtspflicht über 9 Jahre und darüber hinaus eine Ausbildungspflicht bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Die höhere Bildung ist heute vielleicht sogar wichtiger als je zuvor. Das sieht man daran, dass es so viele verschiedene höhere Schulen gibt. Neben dem Gymnasium gibt es HTLs, HAGs, Land- und Forstwirtschaftliche Schulen, Tourismusschulen, verschiedene Akademien und Colleges und so weiter und so fort. Jetzt könnte man denken, dass das Gymnasium oder die höhere Schule gar nicht so alt ist. Tatsächlich ist es allerdings älter als die Volksschule, und zwar um gut 200 Jahre. Wie die ersten Gymnasien entstanden sind und was man dort so gelernt hat, das sehen wir uns jetzt an. Neben den paar mittelalterlichen Klosterschulen entstehen die ersten wirklichen Schulen im 16. Jahrhundert unter Kaiser Ferdinand I. Er hat im Zuge der Gegenreformation beschlossen, dass der katholische Glaube bestärkt gehört. Daher hat er einen besonderen Orden nach Österreich geholt, die Jesuiten. Die Jesuiten waren bekannt für ihre Schulen und ihre Kollegs. Aus diesen Kollegs entstehen später die Gymnasien. Warum gerade die Jesuiten? Sie verbanden die wertvolle Bildung mit christlicher Doktrin, sodass im Zuge dieser Reform in allen Hauptstädten plötzlich ein jesuitisches Gymnasium entstand, wo eben neben normaler Bildung auch katholische Religion gefördert wurde. Die Jesuiten behielten gut 200 Jahre, das heißt bis zur Zeit Maria Theresias im Jahr 1774, die Vorherrschaft über alle Gymnasien und Universitäten in Österreich. Das Gymnasium damals war tatsächlich gedacht als Vorbereitung auf das Studium, so wie es heute auch noch ist. Was haben die Schüler und Schülerinnen in so einem Jesuitengymnasium gelernt? In erster Linie Latein, aber nicht nur um die Bibel zu lesen, sondern schlichtweg deshalb, um sich international austauschen zu können, um die neuesten Nachrichten zu lesen, um wissenschaftliche Publikationen zu lesen, um schlicht und ergreifend up-to-date zu sein. Großen Wert legte man auch auf mündliche Diskussionen und Theater. So war es von einem Lehrer im Jesuitenkolleg verlangt, selbst ein Theaterstück pro Jahr zu schreiben und aufzuführen, natürlich auf Latein. Sehen wir uns am Beispiel des Akademischen Gymnasiums Graz aus dem Jahr 1805 an, was dort auf dem Stundenplan stand. Natürlich und sowieso lateinische Grammatik und lateinische Stillehre. Man musste natürlich auf Lateinisch auch schreiben können. Aber auch Geografie und Geschichte, Mathematik und Naturgeschichte. Damit ist gemeint, was wir heutzutage Biologie, Chemie, Physik nennen würden. Als weitere Fremdsprache Altgriechisch und Religionslehre, wir haben ja schon gehört, bei den Jesuiten war die katholische Erziehung besonders wichtig. Die Welt ist heute eine andere als vor gut 200 Jahren, als die Volksschulen eingeführt wurden. Und sie war damals schon eine andere als vor gut 450 Jahren, als die Gymnasien entstanden sind. Was sich aber zeigt, das Konzept Schule, das Konzept Unterricht hat sich bewährt. Und vielleicht stimmt er ja sogar dem Abt Felbiger zu, wenn er sagt, ein Lehrer muss geduldig sein. Er muss sich einsetzen, er muss fleißig sein. Er muss versuchen, seinen Schülern den Sinn hinter dem
zu zeigen, was sie lernen sollen. Und vielleicht stimmt er ihm auch zu, wenn es heißt, die Schüler müssen begreifen und die Schülerinnen müssen begreifen, wofür sie diese ganze Geschichte eigentlich machen. Und das hat sich politisch, ja, aber im Grunde wenig verändert. Die Schule ist für die Schüler und Schülerinnen. Die Schule ist für die Zukunft der Schüler und Schülerinnen.